Hier haben wir mal ein kurzes kleines Video zum BMW i3 vollelektrisch, würde ich mal sagen, ne? So, fangen wir Mittelkonsole an, hier unten. Da haben wir hier einmal USB und Zigarettenanzünder. Dann gehen wir hier vor. Dann haben wir hier den Schalter für Komfort und Eco, Eco Plus. Dann haben wir hier unseren Drehknopf fürs Menü. Hier oben. Da können wir dann die Sachen schön einstellen. Das funktioniert super wunderbar und auch mit den Direktwahltasten ist es gut gelöst. Hier gehen wir mal rechts rüber. Da haben wir in den Türmulden eine schöne ambiente Beleuchtung, natürlich auch elektrische Fensterheber. Dann haben wir hier im Mittelbereich natürlich Sitzheizung, ja, Klima, dann hier das Navi etc. Dann haben wir hier den Wahlhebel, der ein bisschen groß geraten ist, finde ich, aber ist schön beleuchtet, wenn man es hier nochmal so sieht. Ja. Aber gut gemacht. Fahrerseite, Autotürgriff, elektrische Fensterheber. Hier unten haben wir dann noch eine dezente Fußraumbeleuchtung, die man wahrscheinlich jetzt kaum sieht. Hier unten links haben wir dann noch den Knopf für den Tank, weil dieser i3 hat den Benzinmotor mit an Bord. Ja. Falls wir doch stehen bleiben sollten, können wir noch mal knappe 100 Kilometer mit zwei Zylinder fahren. Ja, dann haben wir hier oben noch das Licht zum Einstellen etc. Dann haben wir hier das mittlere Display, wo dann die Kilometer alles anzeigt. Ja, Durchschnittsverbrauch, Bordcomputer kann man alles einstellen. Dann hier oben noch SOS-Knopf, Leselampe etc. Panoramadach oder so ein Doppelschiebedach haben wir hier drin. Ja, das ist jetzt dann noch der weite Blick zum i3 von innen. Ja, das war ein kurzes Checker-Video. Ja, halt, hier habt ihr noch die Möglichkeit, auch das in. Ich zeige noch geschwind die ambiente Beleuchtung in Klassik oder Modern. Dann sieht es Modern so aus. Moment. Dann wird das Ganze so Richtung Weiß. Ja, so sieht es dann aus. Nicht mehr rot. Ja, auch hier der Mittelteil hier unten unterm Display. Der ist dann, ja, in so Richtung Weiß geht es. Dann sieht es so aus. Ja, modern. Dann wieder zurück mit unserem Drehknopf drücken. Zurück auf klassisch. Zack. Und dann ist wieder alles rot. Ne? So, das war's. Bis bald. Ciao. Ja, danke fürs Schwabenchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiterhin folgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr hier noch drei Videos, wo ihr euch anklicken könnt. Schaut es euch an, habt viel Spaß. Wir sagen danke fürs Schauen und bis bald, eure Schwabenchecker. Ciao. Ciao.